Hallo Freunde der fotografischen Fotokunst, ich bin's ja wieder, euer Mason. Und kennt ihr das? Verdammt, der Reißverschluss ist kaputt gegangen. Was gibt es da Schöneres als einen kaputten Rucksack? Ein neuen Rucksack. K&F Konzept war so freundlich gewesen, mir eine Kooperation ihren Beta-Rucksack 20 Liter zur Verfügung zu stellen, um hier mal ein kleines Video für euch zu machen. Und ich teste ihn auch auf Herz und Nieren. Guck mal, weil ich fliege nämlich auch nächste Woche bei dem Video kam rechtzeitig an. Ich fliege nämlich auch noch mal nach Mallorca. Dort steht ein Videodreh an. Und den nehme ich dann einfach mal mit und teste ihn dann mal am Strand. Aber bis dahin packen wir ihn erstmal. Gucken wir erstmal, was alles reinpasst in diesen schönen Rucksack. Wir packen einmal aus. Gucken wir mal, wie gut, wie schön, wie nice. Nochmal vielen lieben Dank an Kfz Konzept. Auf geht's in diesem Video mit dem tollen Rucksack. So, ich habe mal ein bisschen gepackt. Gut, das geht noch besser. Jetzt mal eben auf die Schnelle. Gucken, was reinkommt. Kamera easy going, das Tamron 70 auf 180 drin, ein Weitwinkelobjektiv und natürlich die Filter. Die nutze ich natürlich, wenn ich schön in Landschaft unterwegs bin oder auch bei Hochzeit. Da mache ich auch schöne Langzeitbelichtungen, ein bisschen Motion Blur Effekt. Dazu gibt es übrigens auch ein Video, was ich. Auf geht's in den Flieger nach Mallorca. So, ihr Lieben, da bin ich auch schon am Flughafen und jetzt geht erstmal eingecheckt. Wir gucken mal, wo das gute Terminal ist. So oft bin ich auch nicht am Fliegen. Doch ich würde sagen, wir düsen mal nach Mallorca und machen ein paar schöne Aufnahmen. Meine Güte, ist hier was los, Jungs. Ja, so, wir wollen mal lassen. Ey. Hier ist ein Gewusel hier. Alle. Zum Glück werden wir jetzt abgeholt von einem von unserem schönen Veranstaltungsort, Veranstalter. Sagt man das so? Ja. Ah, habe ich gut gesagt. Und ich hätte gar keine Lust, jetzt hier in der Schlange zu stehen bei den ganzen Gewuseln und auf den Bus zu warten. Da würde ich auch lieber ein Taxi nehmen. So, hallo ihr Lieben, ich bin jetzt im Hotelzimmer angekommen und dachte mir, bevor ich jetzt irgendwie runter zum Strand gehe und ein paar schöne Landschaftsaufnahmen mache, packe ich einmal den Rucksack aus und zeige euch mal, was ich alles da reingepackt habe und wie viel da überhaupt reinpasst. Also vorab, ich bin sehr zufrieden bisher, trägt sich sehr gut auf den Rücken und es passt wahnsinnig viel rein. Also ich bin sehr überrascht. Auf jeden Fall habe ich alles mitbekommen, was ich brauche für meine Tour hier nach Mallorca. Und wir schauen mal in den Rucksack rein. Als erstes haben wir hier oben ein großes Fach, wo ich, nein, falscher Reißverschluss, wir haben mehrere Reißverschlüsse. Auf jeden Fall haben wir hier oben ein sehr großes Fach, wo ich jetzt zum Beispiel einmal meine Kamerafilter reingepackt habe von K&F Konzept. Dann haben wir hier oben eine Powerbank drin, ein paar Kabel und noch ein Polfilter.
riesen viel Platz. Hier haben wir auch nochmal zwei große Taschen. Dort habe ich nochmal Kopfhörer und SD-Kartenleser. Hier noch ein paar Visitenkarten. Dann machen wir das doch einfach mal wieder zu. Und hier vorne haben wir auch nochmal eine Tasche, wo man nochmal separat was reinmachen kann. Reisepass zum Beispiel. Dann lege ich den mal auf den Bauch und dann gucken wir mal rein. Und dann gucken wir mal rein, was da alles so ja, reinpasst. Ich mache ihn auf. Hier haben wir nochmal extra Schnallen, falls man von oben einfach den Laptop hier rausholen möchte. Sehr cool, sehr geil. Gerade auf dem Flieger mal eben die Tasche aufgemacht, Laptop rausgeholt und ein bisschen gearbeitet. Ansonsten, so sieht das hier aus, das Gute. Das gute Bepackte. Einmal für die GoPro, ein leichter Halter. Dann habe ich hier sogar zwei Kameras reinbekommen, zwei Objektive. Dann für meinen Gimbal ein paar Accessoires. Was natürlich auch noch sehr schön ist, du hast hier auch nochmal separate Taschen, wo man die Powerbank reinmacht, nochmal einen extra Akku reingemacht. Und ich weiß gar nicht, was ich hier reingeschickt habe. Ach, ein paar Visitenkarten. Muss ja auch sein, ne? Ein bisschen Werbung machen auch mal locker. Genau, ansonsten haben wir hier an der Seite nochmal, ich drehe mal ein bisschen rum, das Fach nochmal, wo man es hier aufmachen kann. Hier habe ich nochmal meine Speicherkarten drin, hier kann man nochmal eine separate Batterie reinpacken. Also im Prinzip ist alles drin, was ich brauche, außer mein Gimbal, der passt natürlich nicht rein. Die Drohne habe ich auch mal separat nochmal mitgenommen. Gut, ich wollte zwei Kameras heute mit dabei haben, sonst hätte man die Drohne mit reinpacken können. Aber ich habe alles mit dabei, Tragekomfort ist gegeben. Ich werde es noch weiter testen in den nächsten Tagen. Bisher alles super, kann ich euch nur weiterempfehlen. Ich würde mal sagen, einfach mal anderes Produkttesting. Am besten so kann man es auf jeden Fall am besten testen. Ne? Mitnehmen, packen. Und schauen, ob es funktioniert, anstatt großartig zu quatschen. Und von daher werde ich mich jetzt mal zum Strand begeben. Ich suche mal jetzt eine schöne Fotolocation, nehme den Rucksack mit und mache ein paar nice Fotos. Und ich nehme euch natürlich mit. Ich bin wieder zurück in Deutschland und wollte euch noch ein kleines Feedback jetzt mal geben, wo ich jetzt die letzten Tage mit dem Rucksack unterwegs gewesen bin. Es war ja eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich auf Mallorca war. Ich hatte ein Promotion-Video gedreht für ein Musikevent, was demnächst dort stattfindet. Deswegen war ich dort vor Ort und habe aber auch die Chance genutzt, um einfach gleichzeitig ja, den Backpack-Beta von K&F Konzept zu testen. Ich kann nur euch sagen, er ist sehr gut. Alles mega. Also Preis-Leistung ist voll ganz in Ordnung. Du hast verdammt vieles Packvolumen. Ich habe alles mitbekommen, konnte reinpassen. Das einzige Problem, was ich hatte, ist später wiederzufinden in den ganzen Taschen. Wo ich dachte mir, oh, wo habe ich es hingetan? Oben, unten. Aber da kann man sich auch noch orientieren. Da muss man immer ein bisschen, dass wir da zurücklegen. Dann sucht man auch nicht so viel. Was ist noch positiv gewesen? Ich habe an meinem Rücken nicht geschwitzt, auch bei der Hitze im T-Shirt. Ich war nicht durchgeschwitzt, wie ich das von anderen Rucksäcken manchmal kenne. Habe ich dort nicht gehabt. Von daher auch mega Pluspunkt für, suchst du gerade einen Rucksack? Ich kann dir empfehlen. Ich würde ihn definitiv nochmal kaufen. Und ansonsten
schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr gerne auch noch ein anderes Produkt habt, was ihr gerne wissen wollt, wie es funktioniert und sonst irgendwas. Ich versuche für meine Community hier schöne Kooperationen am Start zu kriegen und euch ein paar andere Sachen noch zu zeigen. Vergesst bitte nicht, ihr helft mir weiter, liked das Video, teilt das Video, kommentiert das Video, auch wenn es nur ein Hallo ist. Oder danke für deine Arbeit. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, was von euch zu lesen. Stellt mir Fragen. Ich bin jederzeit bereit, die zu beantworten. Ich bin für euch da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, euer Mason.